ich letztens bei einem Instagram-Account gesehen. Ja. Das war sogar. Ey, das war erst heute Morgen. Guten Morgen, Internet! Wir haben Jette zwischen uns, denn wir machen was mit Kunst. Yay! Richtig, das war mein weitere Malfolgen, Song. Weitere Zeichenfolgen. Kam immer ganz gut bei den Zuschauern an, die sind sehr interessiert. Also von daher, pass auf, du, was du heute sagst. Du als Expertin kannst du uns ja jetzt beibringen. Du hast ja auch schon einige Videos dazu auf deinem Kanal gemacht. Oh, zeig doch mal. Ja. Blumen. Genau, Blumen. Das ist meine neue Tattoo-Vorlage. Das ist krass. Hier habe ich das mit Ölfarbe. Wie hast du das gemacht? Das sind auch so Aquarellfarben. Genau. Ne? Genau, ich mache so eine Vorzeichnung und dann kann man das dann anmalen. Schön. Das ist mit Buntstift. Buntstift? Ja, genau. Und das sind Acrylfarben, die haben wir ja auch. Oder? Acrylfarben noch. Das ist ja absolut crazy. Aber geht viel um Blumen. Warum geht es immer viel um Blumen? Ist das so ein neumodisches Berlin-Ding, was jetzt bei dir dann ausgelebt wird? Oder? Wow. Nee, ich habe einfach so viele Vorlagen gefunden. Oder natürlich sparen an der Tapete. Ne? Das scheint ja auch in zu sein. Der ganze schön. Das musste ich mir dann so dran. Klar, einfach auf die leere Wand und dann anfangen. Wie kriegen wir jetzt hin, genauso gute Bilder zu malen? Darf ich wahrscheinlich heute nicht, sondern wir machen das Ganze ohne Pinsel, ohne Buntstifte, sondern wir nehmen uns Karten und Band. Was für Karten? Oh, meine Zeichnung nicht. Hallo, das ist voll, das ist cool. Das ist Kunstmobbing, okay? Das ist Kunstmobbing. Ich gehe auch immer ins Museum und sage, Hasenohren. Und alle so, hä, das nimmt man. Das auch. Ja. Los, erklär uns doch mal ein bisschen. Ich bin jetzt schon ganz gehypt. Ich möchte jetzt malen. Ja, okay, wollen wir mit den Karten anfangen? Ja, wie Karten? Wo kriegt man denn solche Karten her? Keine Ahnung. Blanke Karte. Das ist, ach, wir malen was auf eine Karte? Nee, das ist wie so eine Fitnessstudio. Genau, wir haben hier so einen Malblock. Ja. Und das ist Acrylfarbe. Okay. Oh. Und ihr könnt das jetzt machen, wie ihr wollt. Hm. Wir können ja alle auf eins malen. Ich male auf die Karte und dann drückt man das so. Holen uns jeder eins, würde ich sagen. Da bin ich komplett für. Ja, komm, mal. Boah, Heiliger, das ist aber fest angetackert. Können wir alle eins machen? So. Und einmal. Oh, Alter, das ist das ist heftig. Okay. So, wie funktioniert Such das jetzt? Suchst du eine Farbe aus oder eine mehrere? Wie viele du willst? Ich brauche blau. Ich brauche lila. Und ich brauche blau, lila und dann. Okay, um was geht's denn so überhaupt jetzt mit der Thematik? Genau, was machen wir mit dem Pärchen? Also wir suchen uns erst Farben aus. Wie viele? Okay. So viele wie du willst. Okay, gelb und natürlich. Und dann tupfst du die, also dann tupfst die einfach so. Ohne Pinsel, Freddy! Achso, okay. Entschuldigung. Ich bin kurz ausgerastet. Du tupfst dann die Farben einfach auf dieses Blatt, nimmst die Karte und wischst es dann damit runter. Oh mein Gott, das habe ich letztens bei einem Instagram-Account gesehen. Ja. Das war sogar. Ey, das war erst heute Morgen. Das war gerade bevor wir die Sendung angeguckt haben. Ich bin richtig begeistert. Ja. Oh mein Gott, ich will mehr Farben. Das muss so ein Farbverlauf werden. Ja, genau. Ich hab's gesehen. Wow, okay. Du weißt Bescheid. Okay, ich bin jetzt direkt voll mega motiviert. Abitur schlägt zu da hinten am Tisch auf jeden Fall. Scheiße. Der Vertrauenslehrer ist auch am Start. Boah, also wir machen geil. Das da drauf das wollte und dann ich schon immer wir das mal mit der Karte runter. Ja, genau. Du kannst so viele Farben darauf packen, wie du willst. Ist ganz egal. Ja, du kannst ja mehrmal zwischen uns. Ach, stimmt. Aber das ist das schon wird der Hype. Toll, die sind das ist auch erst einmal Fall. Gemacht. Boah, ich hab da so Bock drauf. Einmal gemacht jetzt. Und ja, du so machst jetzt hier direkt, um zu representen. Ja. Rein. Ich merke schon, also bei dir ist auf jeden Fall hier... Ne? Represent! Oh, das nimmt gar nicht auf. Ja, aber oh geil, ey. Ich love it. Man merkt, wir arbeiten mit frischen Zutaten in der Küche. So, ja, was machst du da? Du weißt es doch, was ich mache, Quelle. Ja, er macht das. Er freestyle. Ich freestyle. Ach so, er wie, das macht, wie man das in der Kunst macht. Ich fühle das einfach. Ich beuß ein bisschen rum. Ja, daran, guck mal, in so Farbe auf den Fingern merkt man, dass du ein echter Künstler bist. Ein engster Künstler. Ja. Ein ängstlicher Künstler bist. Ein ängstlicher Künstler. Du hast Angst, deine normale Hautfarbe zu zeigen in der Kunst. Okay. So, und. Wow. Ja. Schön nice, oder? Warte. Es hat irgendwas mega Künstlerisches, muss ich sagen, Freddy. Jetzt nicht mehr. Doch, irgendwie schon. Das würde ich mir so in die Wohnung hängen. So nice. So mache ich nämlich mein Geld. Ich mach meins mit so einer Bewegung. Das ist so richtig oddly satisfying irgendwie. Doch, ganz witzig. Jetzt mache ich meins. So. Wow, I love it. Satisfying. Das ist natürlich so ganz nice. Satisfying. Bitches, it's so satisfying.
Oh, das macht richtig Spaß. Okay. Könnt ihr gerne so, zu Hause auch mal Ich wollte gerade sagen, uns mal gerne schicken dann. Ich nenne das die Waffel. Kartenart. Oh, was hast du denn potenziell noch für uns für eine Technik? Mit dem Schwamm liegt toll, hier noch, wo man das mit verfeinern kann. Ja, als erstes würde ich das hier machen. Was ist das? Das ist Wand. Das ist Wand? Wand. Ach so, ich dachte, das wäre eine Wand. Nein. Ich habe nämlich keine Wohnung, deswegen lebe ich mit einem Band auf der Straße. Gut, wir haben ein Stück Seil. Kelly kehrt immer noch ihren Glitzer zusammen. Da hat sich nicht viel verändert die letzten 20 Minuten. Was machen wir jetzt mit dem Stück Kordel? Oder das malen so? Wir jetzt an mit Farbe. Da darf ich das mit nach Hause nehmen? Entschuldigung kurz. Darf ich das nach der Sendung mit nach Hause nehmen? Was? Ich brauche dringend Kordel. Für was? Mir fällt immer ein Baum auf dem Balkon um. Von dem Wind. Und was wird das daran ändern? Ich will das festmachen am Balkon, damit er nicht mehr umkippt. Ich brauche dringend Kordel. Fällt mir gerade ein. Kann mich irgendwann ändern. Entschuldigung. Kannst du bestimmt mit nach Hause nehmen? Ja, die malen wir jetzt an. Die malen wir an? Ja, hol den Pinsel. Bist du verrückt? Nein. Okay, voll gerne. Pass auf. Welche Pizza? Welche Pizza soll ich nehmen? Ja, der ist super. Okay, den nehme ich. Können Sie einen blauen Ton nehmen? Ja, komm, lass uns einen Möchtest du auch einen Pizzel? Kobaltblau? Kobalt ist super. Wir nehmen Kobaltblau. Kobalt. So. Boah, dieses Glitzer an deiner Hand, ne? Du bist wie eine Fünfjährige, Kelly. Ja, wie eine nette Fünfjährige. Don't fuck with me, boy. Wie eine komische Fünfjährige. Okay, so. Hier wird ein bisschen akryliert. Lauf damit. So heißt es nämlich, wenn man Acryl auf der Tube drückt. Akryliert, aha. Mhm. Fachbegriff. Und wenn man das dann benutzt, ist das ein Acrylit. Okay. Genau. So. Wir bepinseln das einfach nur. Einfach nur bepinseln. Ja. Ganz gemütlich. Ja, nur nicht mal, ja, genau, irgendwie. Okay. So ein bisschen. So, dass die Farbe drauf fällt, bitte. Ja. Okay, ja. So. Oh, das ist ein super schönes Blau, ne? Das gefällt mir richtig gut. Okay. Das reicht. Okay, das reicht, sagst du. Jetzt kannst du das da irgendein Muster, wie du willst, drauflegen. In einem Muster, wie ich will, drauflegen? Ja, ja. Oh Gott, okay. Nur du musst dir am besten, das lässt du so drauf. Okay. Und dann. So, und jetzt? Nimmst du das und jetzt legst du das da irgendwie in einem Muster drauf. Irgendwie, scheißegal wie. Ich will eine 8. Super. Und Unendlichkeit. Jetzt legst du das Stück Pappe drauf und dann befestigst du das. Okay. So, und jetzt ziehst du das da raus. Und beten? Da rausziehen? Ja, ja komplett ziehen, ziehen, ziehen. Ja, genau. Oh, ich bin so gespannt, was wird das? Ja, schön ziehen. Schön ziehen. Das ist super. Wow. Und jetzt kannst du das hochnehmen und gucken, oh mein was Gott, ist was wird das? Fang schon. Das ist jetzt so ein bisschen wie Sternzeichen raten, ne? Seine 8. Sieht schon ein bisschen aus wie eine 8, ja. Wow. Ja, guckst du mal. Das ist nämlich das, was ich, aber das ist voll cool. Ich glaube, einfach viel Farbe ist auf der anderen Seite geblieben. Das war so das Ding. Aber deswegen kann man einfach einen Stempeldruck jetzt machen, wenn man das nochmal drauflegt. Wir können es ja nochmal machen mit mehr Farbe. Ja! Okay, Kelly, willst du die nächste Farbe machen? Ja. Aber jetzt ist blau drauf. Lass uns nur einen Pinsel nehmen. Kelly hat einen Pinsel schon. Ach so, du hast Glitzerpinsel, aber ich glaube auch fest daran, dass der. Ein bisschen Gelb da reinmischen. Hallo, blaue Korn. Du und ich. Kannst du sie mit nach Hause nehmen, an den Balkon ranknoten? Ja, ich mach das. Tatsächlich. Das ist mein Erkennungszeichen für Parship.com. Such die blaue Kordel auf meinem Balkon. Okay. Aber habe ich nicht mal einen Balkon wirklich. Leute. Okay, auch mal. Balkon. Balkon. So. Es rappelt einmal auf dem Balkon. Okay, ich mach's nur noch schlimmer. Ich kann ich einen neuen Pinsel haben? Noch einen neuen Pinsel, Kelly? Ja, ich mach verschiedene Farben. Alter, als ob du cool, so krass. Oh. Soll ich irgendwas halten? Ja. So? Boah, was ist das denn jetzt, Kelly? Ist das die brasilianische Flagge? Okay, ja. So, ich leg das mal. Mach dich ready. Oh, ich bin komplett. Oh, jetzt Jette einmal kurz übers Haar. Einmal, Vorsicht, genau. Einmal gelb. Oh Gott. Oh, Vorsicht, Leute, lasst den Künstler durch. Nee, anderes Papier bitte. Das sollte auf ein frisches drauf. Ich wollte deins verschönern. Nee, das ist perfekt so. Ich habe das schon unterschrieben. Da darf nichts mehr drauf. Das ist jetzt Geld wert. Oh, okay. Oh, das hat's ruiniert jetzt, Kelly. Ja, bitte. Ja. Okay, Kelly packt es einfach an. Kelly Family. Das, wir das haben ist Spaß. Weg mit deinem Zeug hier. Was ist das, ein U? Für was steht das U denn, Kelly? Unterhaltung bei GMI. I fürs so Internet. So geil, ey. M für morgen, so G für ready? Guten. Nee. Oh Gott. Dann. Ja, das war. Tada! Oh, tada! Boah, das sieht aus wie. Das sieht aus wie ein Fisch! Ein Fisch? Oh, guck mal. Das ist ein bisschen wie so ein Rorschach-Test in zwischen geworden, um zu gucken, ob wir verrückt sind. Das ist das Auge und das ist die kleine süße Zunge. Mit einem Messer in der Hand.
Ich brauche ein Edding, ich muss es zu Ende malen. Ein Edding? Gut. Geben wir der Kelly doch mal den wunderschönen Edding zur Selbstbeschäftigung. Jette zeigt uns jetzt noch mal ein paar Zeichnungen und Skizzen. Das habe ich zum Beispiel mit der Technik gemacht. Alter. Sieht aus wie ein Schwan, oder? Das sieht mega aus wie ein Schwan. Schwan. Ich finde, das sieht aus wie so eine Faust von jemandem, der sich so anlehnt. Aber war das beabsichtigt oder kommt da immer ein Das Zufall war absolut raus? Zufall. Krass. Aber heftig. Also, ja, ich merke schon, hier Art auf jeden Fall. Kreativität. Absolut. Mega viele Sachen. Das ist ja nur ein kleiner Einsteiger. Leute, wenn ihr euch für Kunst interessiert, setzt euch damit auseinander. Wir brauchen dringend neue, gute Künstler. So Guckt wie auf Jettes Kanal vorbei, die hat da auch ein paar Tipps gegeben in der Vergangenheit. Genau. Und Malen, Tricks. Zeichnen. Malen, Zeichnen, vergesst uns nicht zu abonnieren und unsere eine Kunstanalyse über unsere Kunstwerke zu schreiben unten in den Kommentaren. Was ist der psychische Hintergrund? Ja. Wir werden es wissen. Von dem. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, Leute. Richtig. Danke, Jette, dass du da warst. Sehr gerne. Ciao. Und schaut gerne natürlich noch andere Zeichenfolgen mit Honeyball oder so. Einfach reingucken.